Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Ich habe heute Geburtstag und ich bin gespannt, wie meine Bewohner mich heute abfeiern werden. Ich habe schon mal Geburtstage in anderen Animal Crossings gespielt. Die waren eigentlich immer ganz funny, auch wenn die nicht allzu lang gedauert haben. Und ich erwarte mindestens einen Geburtstagskuchen. Hallo liebe Bewohner, es ist Mittwoch, der 23. Dezember. Ja. Oh, heute hat Dizzy Geburtstag. Das ist korrekt. Herzlichen Glückwunsch. So, damit sind wir für heute am Ende. Mehr sagst du nicht, aber sie hat zumindest geklatscht. Danke, Melinda. Kommst du auch zu meiner Geburtstagsparty? Weil ich hab dich eingeladen. Wäre ganz toll, wenn du auch kommst, Melinda. Wäre voll Knocke. Ich hab dich nämlich sehr lieb. Hallo, Bea. Was machst du denn hier? Oh, Dizzy, ich hab auf dich gewartet. Komm bitte mit. Was geht denn jetzt ab? So aufgeregt. Oh! Was? Einfach eine Special Party bei Bea zu Hause? Überraschungsparty? Okay, damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Oh, ihr seid so toll! Alles Gute zum Geburtstag! Na, ist die Überraschung geglückt? Wir haben das alles zusammen vor langer Hand geplant. Jetzt musst du die Kerzen auspusten. Geil, alle sitzen da. Naja, nicht alle, aber auch nicht die wichtigsten. Wo sind meine ganzen Freunde? Seid ihr meine einzigen Freunde, die ich habe? Das ist sad. Außer Rudolf mag ich euch doch gar nicht. Aber danke, Rudolf, dass du hier mitgemacht hast. Hast du einen Wunsch parat? Dann wünsche dir doch, wenn du die Kerzen auf der Torte auspustest. Wenn alle ausgehen, dann geht dein Wunsch nämlich in Erfüllung. Krass, oder? Also los, puste. Hallo Lutz, danke, dass du gekommen bist. Geiles Outfit aber. Lutz hat ein richtig gutes Outfit an. Stell dich vor den Kuchen und atme erstmal tief ein. Dann volle Konzentration auf den entscheidenden Spielzug. Zack, so bläst man alle Kerzen auf einmal aus. Bea ist auch da. Oh, stell dich vor die Kerzen und puste sie aus. Sonst läuft noch Wachs auf den Kuchen. Ja, das will natürlich keiner. Okay, danke, dass ihr alle da seid. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und nein, ich weine nicht, ich habe nur irgendwas im Auge. Na gut, dann pusten wir mal. Oh, alle auf einmal ausgegangen. Ich habe mir natürlich was gewünscht. Hey! Danke. So, dann ist jetzt dein Geschenk dran. Wir haben es alle zusammen ausgesucht. Hoffentlich gefällt es dir. Alles Gute, Dizzy. Happy Birthday, lieber Dizzy. Und dieses Geschenk ist für dich. Süß. Dein Geschenk kannst du dir nachher in Ruhe ansehen. Jetzt würden wir gerne erstmal ein Spiel mit dir spielen. Gib mir eine Sekunde, um alles vorzubereiten. Euer Spielchen spielen. Als ob die deine Pinata aufgebaut haben. Die haben wir gebastelt, nur für dich. Oh, seid ihr süß. Dizzy, das ist heute dein Tag. Du darfst die Pinata aufschlagen. Schlag kräftig zu und sieh nach, was drin ist. Oh mein Gott, okay, das ist ja besser als in den alten Animal Crossing-Teilen. Let's go. Die haben hier einfach so eine geile Pinata aufgebaut. Das ist alles so süß. Ach Leute, lasst uns alle hinsetzen und diesen Tag genießen. Knips. Ach, da muss ich erst mal ein Foto von machen. Erstmal Instagram. So, das gibt bestimmt mindestens 20 Likes. So, alright, I'm ready. Wenn ich losrufe, schlag zu. Achtung, fertig und los. Okay, mach's kaputt, gib alles mit Schmackes. Das ist ja so witzig. Ja, ich hau doch schon. Doofe Pinata. Oh, das macht schon einen Spaß. Wollen wir gleich auch noch blinde Kuh spielen und Topf schlagen und was es da nicht alles gibt? Ja, verprügel das Ding. Oh, bist du sportlich. Oh Gott, ich bin zu schwach für dieses Ding. Ah, ich habe keine Kraft mehr. Hey, Cupcakes. Was haben wir denn da? Geburtstagscupcakes. Nicht nur ganz normale Cupcakes. Geburtstagscupcakes. Oh, ich hoffe, die Geburtstagscupcakes gefallen dir. Vielleicht kannst du ja Nachbarn, die nicht mit uns feiern konnten, welche abgeben. Und jetzt wählst du dich sicher und das Volk mitmischen, nicht wahr? Aber vorher möchte ich dir noch einmal gratulieren. Du bist etwas ganz Besonderes, Dizzy. So, damit sind wir mit den Aktivitäten durch, die wir uns extra für deinen Geburtstag ausgedacht haben. Aber bleib ruhig, solange du willst. Das ist alles so süß. Wieso hat man denn eigentlich keine Pinata, wenn die anderen Leute hier Geburtstag feiern? Hier, der Heinz, der hatte zum Beispiel am 20. Geburtstag. Und da war gar nichts. Na, Rudolf? Ein Jahr älter, hä? Tja, siehst positiv. Du bist jetzt weiser und erwachsener. Und nicht mehr ganz so klein, kleiner. Ich bin jetzt hier klein. Du bist hier das Eichhörnchen. Amüsierst du dich auch gut, Champion? Wir haben extra für dich alles schön dekoriert. Die schweren Sachen habe ich natürlich gehoben. Die Vorbereitungen für diese Feier liefen schon eine ganze Weile. Wenn es nötig ist, kann ich schweigen wie ein Grab. Ach, Bea, du bist die Beste. Ja, Fanny. Das fand ich gut. So, ich gehe mal, Leute, ne? Ich gehe mal. Oh, du willst gehen? Ich finde, das war eine rundum gelungene Geburtstagsfeier. Dann bis in ein Jahr. Tschüss, danke für die Feier.
Hab euch alle lieb. Ja, jetzt bin ich einfach super alt. Wie alt ich bin, sage ich nicht, aber Leute, es langt, dass ich Auto fahren kann. Vielleicht hilft das ja. Hi, zwei Geweihsack und alle haben mitgefeiert. Ui, und wir haben Post. Von Mama vielleicht? Ein schönes Geschenk von der Mama. Ja, und Rainer Schatzkutter hat mir auch was geschickt. Wenn der mir jetzt natürlich ein Fake geschickt hat, dann ist es nicht so cool. Mein lieber Dizzy, bestimmt weißt du nichts mehr davon, aber am heutigen Tage erblicktest du einst das Licht der Welt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, was dann? In Geburtstagsfeierlaune, deine Mama. Süß. Mama ist immer die Beste. Achso, ja klar. Einmal das Geschenk, das die mir eben gegeben haben. Geburtstagsdeko. Wir haben 6 Cupcakes bekommen. Dann ist das hier von Rainer und das hier ist von Mama. Ein Kuchen. Der Kuchen von Mama. Danke, Mama. Das ist ein Erdbeerkuchen. Das wird dem Jay gefallen. Gut, die meinten ja, wir sollen unsere Cupcakes da teilen. Werden wir natürlich gleich mal machen, wenn überhaupt um diese späte Stunde hier noch irgendjemand am Herumlaufen ist. Ja, die Katharina ist da. Hallo Katharina, warum warst du denn nicht bei meiner Geburtstagsfeier? Oh, alles Gute zum Geburtstag, Dizzy. Lass uns heute ruhig mal so richtig rocken, ja? Aber warum warst du nicht bei meiner Geburtstagsfeier? Ich hab dich doch am allerliebsten. Nein, nicht am allerliebsten. Aber du bist schon in den Top 3 von der Insel. Warum warst du nicht da? Nimm wenigstens einen Cupcake, ja? Hä? Wir haben 6 Cupcakes bekommen. Man hat 10 Bewohner auf der Insel. 3 waren bei der Geburtstagsfeier. Das heißt, einer geht auf jeden Fall ohne Cupcake aus. Das ist ja dumm. Oh yay, ein Cupcake. Der sieht sowas von lecker schmecker aus. Vielen lieben Dank, Dizzy. Und sie isst ihn nicht mal. Ich habe auch was für dich. Hier, bitte. Oh, so viele Geschenke. Ich kann mir noch 6 Geschenke abholen, oder was? Ich freue mich riesig für dich. Geburtstage sind eine geniale Sache. Besser als wasserfestes Make-up. Dizzy, versprich mir, dass wir BFFs bleiben, damit ich dir jedes Jahr gratulieren kann. Natürlich, du bleibst immer auf meiner Insel, du darfst hier niemals weg. So, was hat mir denn die gute Katharina geschenkt? Eine Geburtstagsbrille. Okay. Die malt dich sowas von an. Danke, Katharina. Ein kleines Dankeschön, dass du mich zum Leben erweckt hast. Weißt du, wer auch vor einigen Jahren zum Leben erweckt worden ist? Ich! Ich habe heute Geburtstag. Wollt ihr mir noch ein bisschen mehr geben? Nein? Na gut, dann nicht. Übrigens, der hier ist nicht echt. Der ist so gebaut, Leute. Der gehört gar nicht zu den anderen. Aber ich glaube, die anderen Schneemänner haben es noch nicht gemerkt. So, was ist denn mit Lupo? Lupo? Hä, Lupo ist einfach auch nicht da? Aber der schläft doch noch nicht, oder? Die sind hier irgendwo unterwegs. Oh, sogar der Himmel will mir was schenken. Kommt das von Zeus? Kommt das von Gott? Wer hat mir dieses Geschenk geschickt? Ein Abtropfgestell. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, weißt du das, Gott? Geil. Nice, danke. Ach, der Carsten ist auch draußen. Hallo, Carsten. Du kannst es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke, danke. Und hier, ich habe auch ein Cupcake für dich. Ich weiß doch, Pferde mögen Cupcakes. Die lieben Cupcakes. Oh, dazu sage ich nicht nein. Oh, lecker. Tja, dann halte ich fest. Ich habe auch was für dich. Hier, mein Geschenk für dich. Stylisch bleiben. Eine Narrenkappe? Okay, die hatte ich schon mal. Ja, danke, Carsten, dass du mich zum Narren hältst. Sehr nett von dir vielleicht. Ich habe übrigens super viele Geburtstagsglückwünsche bekommen. Jetzt hier von den Internet-Dudes und Dudits, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte. Also da danke auf jeden Fall an alle, die das gemacht haben. Hat mich schon berührt. So, ist Aki zu Hause? Aki ist auch nicht zu Hause. Wo sind die denn alle? Sind die alle auf dem Rathausplatz und warten da? Hallo, jemand da? Ah, hä? Moment. Heute ist Mittwoch. Es ist Mittwoch? Und KK Slider ist da? What the hell? Was steht hier noch? Hier steht erstmal Hallihallo. Ich habe heute Geburtstag. Und am 31. hat Glitchboy Geburtstag. Das ist toll. So viele Geburtstage. Hä, ist er jetzt nur für mich hier? Oh, wen haben wir denn hier? Du bist echt der hellste Stern am Firmament. Und auch für einen Song bereit? Ja, gern. Ist der jetzt doch nicht nur für mich hier? Wurde einfach vorverschoben wegen irgendwas? Gut, dann schnapp dir mal einen Stuhl, damit ich loslegen kann. Aber er hat auch nicht nach irgendwas gefragt. Gibt's jetzt ein Geburtstagslied? Ich setz mich neben Misuzu. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ja! Dieses Geburtstagsständchen ist für Dizzy, meine Nummer 1. Viel Spaß mit Geburtstagslied. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Es gibt ja nur Geburtstagslied. Wie süß das alles aufgebaut ist. Me, me, now, now, oh, me, na, na, oh, me, oh, quit, quit now, na, me, oh, quit, quit now, na, me, na, oh, na, me, me, quit, oh.
Meine Güte, war das süß. Auch mit diesen Zetteln, die da drin waren, mit diesen Geburtstagswünschen. Sogar von Nap. Der Schlepp leider nicht, nur der Nap hat mir was geschrieben. Oh, wie süß. Und er schenkt mir sogar noch sein Lied hier. Oh, wie nett ist er denn? Geburtstagslied. Und es gibt sogar Nook-Meilen dafür, oder was? Herzlichen Glückwunsch, ja. Hier hast du ein paar Meilen zum Geburtstag. Gönn dir mal was. Und denk immer dran, dass du das alles nur einer Firma zu verdanken hast. Nook Inc. Ja, der Nook hat mir nicht gratuliert. So ein Doofkopf. Okay, aber vielleicht sagen die ja trotzdem noch was. Hallo Leute, da bin ich. Das ist alles so süß, ey. Krass. Und weil ich konnte ja heute nicht wirklich feiern, wegen Corona und so. Und dass das jetzt in Animal Crossing so toll ist, mega gut. Also ich habe natürlich trotzdem gefeiert. Wir haben Kaffee getrunken. Ich feiere mit meiner Mami und meinem Papi. Und mit Omi und Opi. Gleich gibt's noch Fondue. Freue ich mich auch sehr drauf. Da hat meine Mutter den ganzen Tag schon gekocht für. Damit wir eben nicht nur Käsefondue haben, sondern auch Stuff nebenbei. Das haben wir gleich noch. Das wird ganz toll. Ah, Dizzy. Hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Hallo, ich habe Geburtstag. Oh, er ist einfach herzlos. Du bist herzlos, Nook. So herzlos. Tschüss. Ja, es ist sehr, sehr cool. Das, ohne Witz. Viel besser als in den anderen Animal Crossing Teilen. Und guck mal, im Dunkeln sieht das hier richtig gut aus mit Heinz. Heinz ist hier jetzt hergezogen. Und im Dunkeln leuchtet das hier halt alles mega gut. Oh, das gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist ja unser Weihnachtsmann für morgen. Aber ich sehe jetzt im Dunkeln und am nächsten Tag, dass wir vielleicht doch lieber eine Mauer nochmal drumherum bauen sollten. Wir müssen eine Mauer drumherum bauen um Heinz. Ja, weiß ich nicht. Ey, eigentlich wollte ich jetzt noch was bauen. Weil ja morgen Weihnachten ist und dann für den Weihnachtsmann hier irgendwas. Ja komm doch, das machen wir jetzt nochmal kurz. Und dafür mischen wir erstmal in den Inseldesigner. Dann machen wir hier einmal einen Weg hin, der etwas wegführt vom Haus. Einfach hinters Haus. Dann wird das so ein kleiner Secret-Ort nur für Jesus. Also weil passend dazu, ich habe Geschenke bekommen von dem YOLO-King und von, wie hieß er? Jesus Christ, you are my life. Passend dazu. Wir haben ja gestern noch ein paar Häuser geschickt und die werde ich jetzt hier benutzen. Auf jeden Fall danke nochmal an die beiden. Und ich habe mir jetzt halt überlegt, dass wir hier irgendwie eine Art Grippe hinbauen oder sowas. Oder irgendwie so eine Siedlung, wo die drei Könige halt ankommen und Goldmürre und Weihrauch abgeben. Die Sache ist, ich habe halt jetzt dieses Dalapferd. Ja, das habe ich von Gulliver bekommen. Und ich habe leider auch nur einen von denen, aber die packen wir jetzt einfach mal hier hin. Und unser Jesus ist ein Plüschhündchen. Oder so. Oh Gott. Das sieht halt gar nicht aus wie Jesus. Egal. So, wofür brauchen wir die Puppenhäuschen? Richtig. Die Puppenhäuschen sollen einfach hier einmal drumrum. Und dann packen wir noch Wasser drumrum. Und dann sind wir doch so ganz gut dabei. Ich hatte nämlich leider nur ein Puppenhäuschen.
Ist das mein Puppenhäuschen? Ich hatte nur Puppenhäuschen, die pink waren. Ich glaube, das hier ist schon rot. Die werden wir jetzt einmal drumherum platzieren. Ich glaube, man kann die sogar anmachen, oder? Ja, genau. Dann sieht das im Dunkeln nämlich gar nicht mal so doof aus. Okay, die pinken Häuser sehen ja richtig doof aus, aber mit dem Plüschhund, die passt das schon wieder somehow. Auf jeden Fall muss dieser Baum hier weg. Sorry, Baum. Ich weiß, du standest hier schon eine Weile. Aber Jesus braucht Platz, ja? Aber ich sehe gerade, das funktioniert sowieso nicht so, wie ich das machen wollte. Weil ich hier gar kein Wasser drumherum machen kann. Sonst würde ich hier links das alles kaputt machen. Oh no. Na gut, dann bleibt das jetzt halt so. Ich habe mir das ehrlich gesagt anders vorgestellt. Aber ich hoffe, Jesus gefällt das. Dass sich hier dieser blöde Esel mit dem Hund streitet. Nein, die lieben sich natürlich und schenken sich Sachen. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Damn. Ja, egal, das bleibt jetzt erstmal so. Können wir ja irgendwann nochmal verändern. Aber offiziell ist das für Jesus. Das ist ganz anders geworden, als ich es haben wollte. Na gut, ich hätte es vielleicht dabei belassen sollen, dass das einfach ein Geburtstagsdings ist. Oh, hallo Lupo. Ich habe ja noch ein paar Cupcakes. Oh, hallo Dizzy. Du hast heute deinen Ehrentag, oder? Glückwunsch und so. Das ist richtig. Hier, ich habe auch noch ein Cupcake für dich. Auch wenn ich Geburtstag habe, kann ich ja trotzdem Sachen verschenken. Oh, sieht gut aus, der Cupcake. Ach, den willst du mir geben? Oh, dann danke, Dizzy. Dich zum Geburtstagskind beschenken zu lassen, fühlt sich etwas komisch an. Aber leider habe ich nicht dran gedacht, dir auch etwas zu besorgen. Oder vielleicht doch? Natürlich habe ich das, ist doch Ehrensache. Hier, Schnitteböen. Ist der beste Lupo, ich liebe dich. Ne Bommelhut. Lol, okay, das hat ja gar nichts mit Geburtstag zu tun. Aber wenigstens weihnachtlich. Okay, okay, okay. Vielleicht finden wir den Heinz ja nochmal irgendwo. Der war ja eben, glaube ich, noch bei KK. Jetzt ist er plötzlich weg. Aber Misuzu ist zu Hause. Die hat ja auch noch kein Cupcake bekommen. Und ich glaube, sie liebt Cupcakes richtig, richtig gern. Oh, ist heute nicht dein Geburtstag? Juhu, alles Gute. Du weißt hoffentlich, diese fulminante Emotionseruption meinerseits zu würdigen. Sowas kommt selten vor. Klar weiß ich das zu würdigen. Ein Cupcake für dich. Süß für süß. Was für mich? Das ist aber nett von dir. Vielen Dank, Dizzy. Ich habe auch etwas für dich, weißt du? Ja. Es wird mitunter behauptet, dass mit zunehmendem Alter alles besser wird. Dem kann ich nur zustimmen. Aber denk ja nicht, dass mich diese These dazu veranlasst, dir mein Alter zu offenbaren. Nee, finde ich gut. Ich sag mein Alter auch niemanden. Da sind wir eins, Misuzu. Lass uns heiraten. Aran musste Bulli? Oh Gott. Also das hat nichts mehr mit Geburtstag zu tun, sondern eher weihnachtlich. Aber danke, Misuzu. Tschüss, Misuzu. Schade, dass du nicht bei meinem Geburtstag warst, Misuzu. Die Silke war auch nicht mal beim Geburtstag, aber die ist wenigstens am Arbeiten. Zum Geburtstag. Alles Gute, Herr Di. Heute ist doch dein Ehrentag, oder? Das stimmt. Und hier auch für dich ein weiterer Cupcake. Der vorletzte. Den letzten möchte ich dann Heinz geben. Oh, ein Geburtstagscupcake ist dafür mich. Vielen Dank. Mein Geschenk wird dir übrigens per Post zugehen. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag und ein tolles neues Lebensjahr, Häschen. Per Post? Boah, sie ist special. Okay, danke, Silke. Ich freue mich drauf. Ob man am Weihnachten auch Geschenke bekommt? Von Mama und so, vermutlich. Ich kriege ja immer doppelt Geschenke. Aber wenn ihr übrigens fragt, was ich heute geschenkt bekommen habe, eigentlich nicht viel Süßigkeiten, paar Bücher und sehr, sehr viel Geld. Oh, hallo Heinz. Also eigentlich ein halbes Auto. Nur falls ihr euch das wundert. Hey Dizzy, happy birthday. Wie du siehst, habe ich an deinen Geburtstag gedacht. Das stimmt. Und ich habe auch an meinen Geburtstag gedacht. Deswegen habe ich ein Cupcake für dich, den mir andere Leute gebacken haben. Oh, was? Ein Cupcake? Oh, der riecht ja lecker. Danke, Dizzy. Genau die richtige Stärkung nach meinem Handeltraining. Deswegen stecke ich ihn in meine Tasche. Oh, ich habe auch was für dich. Cool. Das war der letzte Cupcake. Was haben wir von dem Heinz bekommen? Ein Strampelanzug? Are you fucking serious? Ich krieg so ein Bullshit von ihnen. Okay, Heinz. Ich würde dir gerne noch etwas schenken. Nämlich, auch weil ich Geburtstag habe, hier, dieses Geschenk habe ich seit 2 Tagen nur für dich. Ach, das muss ich sofort aufmachen. Nein! Warum ist das ein Skateboard-Helm? Ich habe dir das falsche Geschenk gegeben. Nein. Nein, setz ihn nicht auf. Okay, doch, ist süß. Ich wollte ihn dir gar nicht geben. Hä, wo ist mein anderes Geschenk? Ich habe das andere Geschenk gar nicht dabei. Warte mal. Das hier wollte ich ihm schenken. Oh, ich habe das gar nicht eingepackt. Ich wollte ihm die Schneeflockentürschmuck schenken. Weil er doch mein Weihnachtsmann ist.
Oh, damn. Jetzt muss ich das morgen machen und hoffen, dass er es sofort an sein Haus ranpackt. Das wird nämlich perfekt zu ihm passen. Nun. Na gut, dann haben wir ja quasi alles gemacht, was wir heute so machen konnten, I guess. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr diesen Geburtstag fandet. Also in Animal Crossing, jetzt nicht mein Geburtstag, allgemein in Animal Crossing, ob ihr euren schon gefeiert habt. Und ich hoffe, ich habe niemanden gespoilert. Aber ich habe ja relativ spät Geburtstag, deswegen werde ich bestimmt keinen gespoilert haben. Am süßesten fand ich aber, dass KK hier extra ein Lied für ihn spielt. Mega gut. Na gut, dann esse ich jetzt lecker Fondue. Dann weine ich mich in den Schlaf, weil ich ein Jahr älter geworden bin. Und dann freue ich mich aber wieder auf Weihnachten morgen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.